Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Diablo 4. Endlich live. Wir freuen uns voll, dass wir jetzt endlich Sanctuario erkunden können und schauen, was am Schluss mit Lilith rauskommt. Die Story soll ja gut sein. Am letzten Mal ziemlich müde beim Spielen, weil ich war voll fertig von dem Launch in der Früh. Bis 3 in der Früh war ich wach, dann 6 Uhr wieder arbeiten. Das war ein bisschen viel am nächsten Tag auch noch. Weil dazwischen nicht zum Schlafen kommen bin. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt da. Dazwischen mal pennt ein bisschen. Jetzt sollte man schön untertags wieder zocken können, ohne dass man halb einschlafen und an die Wand rennen. Ich weiß noch nicht, ob man da jetzt überhaupt schon was kaufen sollte. Was bringt das überhaupt? So eine Random-Waffe oder wie? Nee, das machen wir nicht. Wir sind jetzt in Schwierigkeitsgrad 1, mache ich keinen Hehl draus, können wir auch nicht verbergen, sieht man ja rechts. Sind wir aber deswegen, weil wir einfach, ja, ich weiß nicht, ich finde es noch immer, ich kann es nur auch nicht oft genug erwähnen, warum gibt es keine 3 Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel, hart, mit, ich würde nie von mittel weggehen, aber der eine kommt mir vor wie leicht, der andere kommt mir vor wie hart, irgendwie so das Mittelding fehlt mir, aber gut, soll es so sein. Wir düsen jetzt weiter Richtung Nelesu, die sich letztes Jahr verkrallt hat, nachdem wir ihre Mutter leider erlegen haben müssen. Ah, von ihren Schmerzen befreien haben müssen. So, jetzt schauen wir mal. Wir müssen uns auch einmal irgendwie da jetzt ein gutes Bild zurechtlegen. Ich. Am Anfang jetzt wird es ja noch egal sein, aber. Trotz allem kriegt man da doch ab und zu massiv auf den Deckel. Das würde ich mir manchmal wahrscheinlich ersparen, wenn ich ein bisschen besser aufpassen würde. Nele! Murel. Murel heißt es. Eigentlich ist diese andere Taste für den Arsch. Ich glaube, die Sprungtaste gefällt mir eigentlich besser. Wir könnten da wirklich einen Schlachtruf hinmachen. Heute nicht irgendwo Todesstoß. Oh, Todesstoß haben wir auch. Ich meine, ich finde, sowas wie Schlachtruf. Absolut cool, das hat man durch Gegenstände gekriegt, diese Fähigkeit. Gestern habe ich mich noch gewundert drüber. Was habe ich denn da noch Tolles? Ein Sprung. Das ist zerfleischend. Ja, das ist zum Probieren. Und das sind alles Sachen, die Wut brauchen. Ich brauche mehr Wut. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Nirel muss in der Nähe sein. Okay. Ich meine. Okay, bevor ich jetzt irgendwas probiere, das sind ja Rufe. Normale Raufbold-Attacken. Ich hätte hier einen Ruf, der ist gut. Was macht der Ruf? Lässt einen mächtigen Schlachtruf erschallen, der 6 Sekunden lang euren Schaden um 15% erhöht, den verursachten Schaden von Verbündeten in der Nähe um 3 Sekunden lang erhöht. Ja, erhöht meinen Damage. Ja, warum nicht? Und das mit tödlichem Schlag geht maximal beim Boss wahrscheinlich gut. Aufstampfen. Immer aufstampfen, da ist defensiv und den Schlachtruf daher, weil das ist nervend irgendwie, das mache ich nicht. Nehmen wir mal das daher. So. Und so. Jetzt hat er das gar nicht so schlecht gewirkt.
Muss man nur die Seite merken. Nirel? Ein Gegner. Hier sind es da nicht so viel gerade. Oh, hier. Ah, wie? So. So. Das Aufstampfen der Stun ist cool. Was macht das eh jetzt? Gegner. Stampf. Probieren wir das mal so. Das ist ein bisschen eine Spielerei am Anfang, klarerweise. Das ist cool. Gefällt mir. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Okay. So, kannst du schauen? Was macht das? Schadensbonus wird mehr, okay. Dieses Aufstampfen vom Defensiven. Hier. Verringert die Abgängezeit ein bisschen und macht mehr Schaden. Ja. Ist aber ehrlich gesagt nicht wütend. Aber das ist egal. Besser als nichts. Der Stampfen gefällt mir derzeit am besten. Ich finde diese Sprung-Stampf-Kombination recht cool. Euch wird hier kein Leid zum Stoß. Ja, das ist ja immer so in Diablo. Da wird mir nie Leid passieren. Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Das kuschelt mit mir. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadern folgt, schafft ihr das nie. Toll. Ihr Weg endet immer in Feuer und Tod. Genug. Öffnet die Tür. Aber eine nette Tür. Sie reißt wie Haut. Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadren straucheln. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal
wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Findest du super, da in so Welten, wo es Portale sind und nach Belieben öffnen kannst, hast du immer so einen Schnellreiseweg. Wieder in der Illusion des Horadrim. Wenn der Wolf die Wahrheit sagte. Irel. Da seid ihr ja. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Findet den Weg zum horadischen Gewölbe. Dem immer da glänzt, was weil sind das die Wasserspiegelungen, kein Item. Ich will Loot! Loot. Wir müssen auch noch mal reden dann, meine Freunde. Ihr dürft ja bei mir viel mitentscheiden, wenn ihr irgendwas wollt, so was ihr sagt ist. Wir müssen dann entscheiden, wenn wir. Oh je. Wenn wir durch sind, ob du mal ein bisschen Paragon nachleveln oder du mal hier und da. Oder was auch immer anders spielen. Ich würde schon gerne Diablo, dieses Diablo mal weiterspielen. Weil es ist ja im Endeffekt eh alles. Es ist ja im Endeffekt eh dafür gemacht, um ewig zu zocken. Und ich würde das auch gern tun, nur halt dazwischen immer wieder unsere geliebten Survival lassen wir natürlich nicht weg. Ja, so gefällt mir das. Die Reihenfolge gefällt mir zwar nicht. Ich hätte den Schrei gern noch auf einer anderen Attacke. Aber gut, okay. Hey. Oh, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Ich habe kaum noch Blut. Endlich! Das horadrische Gewölbe. Danke für deine tatkräftige Unterstützung, dass dich immer verpisst, wenn irgendwie Gegner kommen. Ich meine, ja, ich bin dein Beschützer, okay, trotzdem. Ich könnte das wenigstens in der Nähe bleiben. Und mir zurufen, jubeln mit Pompoms oder so. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Lilith. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Schrei nicht so, geh einfach hinten schon nach. Ich muss warten. Ich brauche mehr Wut. Die hat es auch in Diablo 3 schon genug. Zwei, glaube ich, diese Stachelwerfer, diese komischen. So. Gefällt mir besser. Weil ich auch die Tasten drüber noch hätte. Da unten nicht. Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Chiffre. Und hier. Chiffre. Das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee.
mach mal was. Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Chess Bith Chat. Danke. Machen wir weiter. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Hey! Wartet auf mich! Sie sagen, geh weiter. Was? Warum zasten so? Geh ein bisschen schneller, Menschi. Kleines Mädi. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren? Kuckuck. Müssen wir das irgendwie noch überlegen. Die Sprungattacke wäre nämlich auf der anderen Taste genauso brauchbar. Ich habe kaum noch Hut. Dann wär's wütender. Ah, gibt's doch so viele Fähigkeiten, müssen wir echt mal durchtesten. Machen wir mal irgendwann einen Testpart. Wenn wir durch sind, schauen wir sich alle Fähigkeiten an. Im Internet gibt's dann auch so viele Builds wieder. Was ich unbedingt brauche, wäre Life Leech. Ich bin noch nicht bereit. Genau dieser Stampferfähigkeit hätte mir bei dem anderen Kampf sicher einiges gebracht. Hui. Ich bin Wegweiser vom Navi, nö. Thank you.
Dann darfst du wissen, ah, da ist so ein Lebensbrunnen. Nehmen wir mit. Natürlich. Wenn gratis. Ja, das macht Spaß. Genau, so zusammenziehen ein wenig und dann rein ins Getümmel. Abgangszeit müsste man da verringern, ein wenig, diese Welle hoch. Das. Das kann ich nicht benutzen. Ernsthaft? Jetzt habe ich den Boss aktiviert und bin ich drin. Ah ja, das ist das mit den Büchern. Mhm. Da habe ich damals mehr Probleme gehabt. Das liegt aber wirklich auch daran, dass ich damals über diese Attacken nicht wegkomme, bin rechtzeitig, diese Blitzattacken. Aber das kann man mit Sprung jetzt ja irrsinnig geil, also das funktioniert. Das kann ich mir sparen. Ich muss warten. Dann Damage reicht. Ich glaube, das hätte ich auch locker geschafft auf Stufe 2, wenn es weitergeht. Okay, jetzt wird es nicht, das geht nicht ein bisschen weiter. Ich hau einen Stampfer dazwischen raus, das wird aber nicht wirklich jetzt nicht mehr ausmachen. Ja, das hätte ich garantiert auch anders geschafft. Das war gestern nur irgendwie, vielleicht waren es auch die Bier. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir hier recyceln können. Recycle. Brauche ich nicht. Nimmer.
Timer. Ui, die ist cool. Die ist eigentlich wirklich cool, aber da bräuchte ich vielleicht einen Stein drin. Die werden wir sicher aufheben. Die nicht. Da wäre vielleicht ein Stein, ein Edelstein drin, gar nicht mies. Warum zwei. Hat ein Dämon dieses Buch beschützt? Ich sollte das Nerell bringen. Kommen da jetzt hin dann? Ah, Nerell. Nerell? Ah, okay. Die hat sich ins Arbeitszimmer zurück verkrochen, das ist auch okay. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Natürlich. Interessant. Dieses Buch wurde von den Horadrim geschrieben. Hier sind Zauber und Theorien von Radma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter zurückbringt. Sie kennt das Ritual zur Überquerung des Schwarzen Sees. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Mehr habe ich nicht. Meine Mutter wird uns helfen. Trefft mich dort unten. Ja. Es ist nicht immer eine gute Idee, Tote zurückzuholen. Sowas weiß man nicht, wie sie benannt sind dann. So, also die will jetzt eigentlich questtechnisch nix. Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber Dämonen? Wie ist das möglich? Das können nicht die Horadrim gewesen sein. Sie sind verschlossen, aber würden nie einem solchen Pfad folgen. Wir brauchen noch einen Segen. Vielleicht kann die Kathedrale helfen. Okay. Ihr solltet Prava aufsuchen. Liebes Menschal, das wollte ich von dir hören. Kommen wir zum Blödesten hin. Vermutlich mal laufen. Das ist noch näher. Und das. Vielleicht sogar das noch näher. So. Jetzt werden wir sich mal ein bisschen ausrüsten. Was darf es sein? Armschweig. So. Das hier Schmiedekunst. Was ist, wenn ich das verwehrt? Ah, kommt dann da zurück. Was ist Fähigkeiten sind die? Das würde ich fast sogar lassen. Eh wurscht. Es ist ja prinzipiell eh wurscht, wir kriegen ja eh gleich wieder ein neues. Das habe ich gemeint mit Edelsteinen. Segen des Vaters. Dass die im Endeffekt das früher oder später irgendwie die Waffen kommt verändern, wieder, obwohl das von den Stats her anders ist. Das ist ein Darimperner. Wie ist denn du schon wieder? Ah, ihr kommt zur rechten Zeit, mein Freund. Quera hier ist davon überzeugt, dass ihr Mann von einem Dämon besessen ist. Das ist er. Er verschwindet stundenlang und kehrt mit blutigen Händen zurück. Er sagt, er kann sich an nichts erinnern, aber er hat mir Angst gemacht. Also habe ich ihn im Keller gefesselt, um Hilfe zu holen. Und ihr bekommt Hilfe.
Kommt, zeigt uns, wo er ist. Das ist die Exorzistin von vorher. Die Tür ist beschädigt. Warte draußen, Querer. Nur um sicher zu gehen. Das sind ja wirklich... Zeigen sich absolut super coole... Ich habe keine Wut mehr. Ich sehe ihren Mann nicht. Das ist ein super cooler Nebenquest. Vasek, mein Ehemann. Er versteckte sich oben. Er rannte hinaus. Schnell, bevor er noch andere verletzt. Seid ihr wohl auf? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich werde es überleben. Geht! Ivo, seht mich an. Bleibt bei mir. Ein Dämon! Eine blutgetränkte Schreckensgestalt! Da! Verdammt! Er ist in die Kanalisation geflohen! Na dann rein da! Blutspuren am Boden hatten wir ja auch. Vasek, wartet! Ich muss warten. Das Ziel ist meistens immer links oben, aber... Ja, definitiv die Sprungattacke. Ich muss warten. So, ja. Yeah.
zu gern alle. Ja, genau, diese Sprungattacke hätte bei den 1-2 sicher total geholfen. Ich ärgere mich noch immer so viel, dass ich im Livestream da eine Stunde rum genug bin. Ich bin noch nicht aber gut, bereit. Kann man jetzt nicht ändern. So, was passiert? Das ist dann immer die Sturheit. Wenn man sagt, so, ich will das so machen und nicht anders, und schon im Endeffekt. Er ist anders vielleicht. Hose. Ah, das sind Sockelteile, nicht immer im letzten schon ganz schön. Was mache ich mit dem Teil? Drei Prozent? Tritt und Kriegsschrei, nur Barbar. Ah, das ist mein Kriegsschrei ist weg. Gut, passt. Aber trotzdem. Wenn ihr verletzt seid, verleiht euer Tank zusätzlich eine Barriere in Höhe von 10% des Maximallebens. Cool. 10% Lebensregeneration, wenn ihr kürzlich keinen Schaden erlitten habt. A4. Dornen, einmal Ansturm, nur Barbar. Charge? Charge. Ja, das. Nee, das ist. Nicht zu früh urteilen. Nicht so mies zu fleischen. Naja, gut. Ich bin noch nicht bereit. Naja, so könnten wir es aber lassen. So machen wir das. Sprung, Stampf, zerfleischen. Mit Ansturm wieder weg. Rein, Kampf, Kampf, Flucht. Ich muss warten. Ja, das passt. Am Schluss wäre jetzt doch cool, die letzte Kuh-Attacke wäre jetzt doch cool, die ein Schrei, ein Buff und dann rein ins Getümmel, stampfen, zerfleischen, weglaufen. Okay, weglaufen ist optional. Die Barbla kommt. Helfest, es beginnt. Verschwindet! Bleibt fort! Ich hab den aber schon von unweit weg schreien gehört. Und das muss hallen in der Höhle da. Ich bin noch nicht bereit. Ugh!
Fleisch alleine sterben sie nicht, aber sie kriegen alle Damage von mir. Das ist ja mal nicht so mies. Ja, das zerfleischen lassen, weil das Ansturm gehört gegen einen Waffen getauscht und so, finde ich. Eine Buff. Eine Buff, eine Buff, eine Buff. Da. Vorsicht. Das ist eine heikle Situation. Wieso? Wie zuvor. Nehmt meinen Kelch und stellt ihn so nah wie möglich an ihn heran. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Vasil, okay. Bleibt ganz ruhig. Sagt ihr die Litaneien mit mir auf? Nein! Nein! Bleib fort! Alles wird gut. Ich warte da schon mal, um ihm am Kopf zu hauen mit einer großen Keule. Reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Aufhören! Bitte! Es schmerzt! Möge das Licht die Dunkelheit füllen. Nein! Etwas stimmt nicht. Platz. Vasek! Erblicket die zerschmetterten Überreste dieses armen Wichts und beklagt euren eigenen Niedergang. Genießt euren bedeutungslosen Sieg, solange ihr noch könnt. Vasek, ich habe euch im Stich gelassen. Es tut mir so leid. Scheint auch leicht verletzt, das. Wir müssen hier raus. Dann soll ich deinen Kelch mitnehmen? Moment. Hellfest. Aua. Ich finde Kiowa-Stadt ist total schön designt, ehrlich. Das ist wirklich cool. Mir geht es gut. Ich brauche nur ein warmes Feuer und etwas Ruhe. Danke. So schlecht es auch gelaufen ist, ohne euch wäre es viel schlimmer gekommen. Ja. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um Quera von ihrem Mann zu berichten. Passt auf euch auf, Kind. Ich bin ein Kind. Ja, man kann leider nicht alles immer, ja, ihr wisst, was ich meine. Alles geht sich nicht aus. So, wo ist mein Schmiedel? Braucht ihr Schmiedekunst? Kommt wieder, wenn ihr Nein, brauche ich Edelsteinkunst. Warte mal. Das Ding ist jetzt schon besser. Das finde ich blöd. Wieso zeigt er. Achso. Naja, weil es kann gleich sind. Ja, maximale Wut. Das ist ein leeren Sockel. Schaden. Gegen Gegner in der Nähe. Das ist, was heißt in der Nähe? Das heißt nur, wenn sie einen Nahkampf passieren, kriegen die mehr Damage. Ja, das schaut ja schon mal gut aus. Die lauschen wir auch. Ich bin nicht begeistert von Intelligenz. Ja, wurscht, kann man eh noch was.
Muck, Widerstand gegen alle Arten. Oh. Waffe. Das sind Ultimates. Ja, das, ich habe aber kein Ultimate. Ja. Wie bisher. Ich muss warten. So. Geht ja nicht. Eine gute Ausbeute. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Mit 30 gibt es einen besseren Heiltrank. Gut. Ich würde sagen, wo ist denn der Dämonentyp und der Imprint-Haverer? Also drei ledierte Schädel kriegt man einen besseren Schädel raus. Das ist rohe Schädel an ledierten, okay. Rüstung ist erhaltene Heilung, das ist cool. Wo ist denn mein... Das muss ich mich mal ein bisschen beschäftigen damit. Ich glaube irgendwie, dass ich da noch nicht ganz die Sachen habe dafür. Was könnte man da machen? Geht nix. Heißt, möge da brauchen wir noch was. Euch segnen. A. Machen wir das mal groß. Wir haben jetzt, wir verwenden das. Das haben wir durch upgraded. Das ist nicht Böten Schinden. Das ist eigentlich ja gar nicht so mies. Achso, es ist zerfleischen. Schinden. Schinden, ein Gegner fügt ihm 14 Schaden zu. Im Verlauf von 5 Sekunden 100. Spaltet Gegner vor euch, wodurch ihr ihnen 35 Schaden zufügt und 230 Blutung. Das ist cool. Also zerfleischen müssen wir unbedingt dabei behalten. Haha, Wirbelwind plus 1, noch ein 6 sogar. Zerfleischen ist cool, das werden wir beibehalten, aber das Stampfen werden wir zuerst machen. Das, je öfter wir stampfen können, desto mehr wird man da, wenn man da reinkriegen. Dieses Sprungding da ist auch sehr cool. Blutspieß. Spieß deinen Gegner auf, rüstet Schaden und Rest der Waffe heraus, nimm Gegner Schaden, erhöhen gesamten Blutungsmenge. Das heißt, er macht den kompletten Blutungsschaden gleich mit einem Hit dann. Naja, das Roadhog. Roadhog, Roadhog! Stampfen ist wohl noch mehr wert sogar. Ja? Na, nicht zuweisen. Stampfen ist mir wirklich viel wert gewesen gerade. Das hat schon ein paar Mal was gerissen jetzt. Gut. Schlagworte. Hieb. Ist da oben rechts in der Ecke gestanden, ich soll ein Schlagwort nehmen. Fällt mir nur Hieb dazu ein. Das ist ein Schlagwort, weil ich weiß. So, dann laufen wir da mal rüber. Wo kriege ich jetzt eigentlich mein Pferd hier? Ich habe nämlich schon ein paar Mal mir überlegt, diese Vorbestellerbohne, ich habe auf die Ultimate upgraded, weil ich habe es ja nicht lassen können. Mit zwei Freunden haben das auch gemacht und dann kann ich ja nicht als einziger dastehen und das nicht haben. Gehen wir noch zu Brava. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Danke für diesen guten Hinweis. Ansturm. Sprung. Charge.
Das ist die Fortbewegung eines Barbaren. Charge. Ah, Sturm. Boom. Charge. Cool. Aber schneller ist man schon ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ich bin noch nicht bereit. Oh, die bluten das alle. Heilung und Blutungsschaden wäre cool. Da braucht man gibt Items. Hat es früher mal Items gegeben. Ich will eigentlich bluten. Irrsinnig viel Heilung generieren. Ja, der Ansturm ist. Meiner Meinung nach ist der Mittel. Er ist sicher nicht das Schlechteste, aber. Ja, genau das wie im Alten. Ich kann wieder über Ebenen hüpfen. Also zumindest mal so Wege drüber, so Hindernisse. Das habe ich damals immer gemacht im Diablo 3. Das war so cool. So als Abschneider immer. Jetzt fühle ich mich aber gut. Jetzt ist vom. Ich muss warten. Also ehrlich, vom Kampf her fühle ich mich jetzt gut. Mal ich mich zusammenziehen, euch Deppen. Noch nicht bereit. Liegt da jetzt irgendwas, wenn da schon so viele spawnen? Nee, gell? Was für ein Arsch. Ah! Ah! Ich vernichte so viele wie möglich, okay? Echt cool. Wirklich, der Stun ist Weltklasse. Ja, schlag's den Tod auch noch, oder? Kommt's hier her, kommt's hier her. Fünf Wellen wird schwierig. Das ist die letzte Welle, ne? Nein, bin ich ein bisschen zu spät dran. Aber. Los. Stanksless Fluten? Leider nicht so, wie ich es gern hätte. So. Aber.
I believe I can fly. Das ist super. Weltklasse. Oh, Kiste. Kiste. Ich muss warten. Ich habe jetzt nicht gedacht, das spawnt oder was, aber wie? Kohle, 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 Kohle. Geschicklichkeit wurde für alle Charaktere auf diesem Realm um 2 erhöht. Diese Dinge sind cool. Frage ist, ob es da Fixplätze gibt dafür oder ob man die raussuchen muss irgendwie. Ehrlich, die Kampfspuren da. Das ist Wahnsinn. Scheiße, ich wollte gerade sagen, eine unaufhaltsame Wirbelmaschine. Doch nicht. Aber ich habe noch nicht aufpassen. Ich hätte da ein bisschen aufpassen sollen. Manchmal bin ich so im Wirbeln, dass da einfach nichts vergessen darf zu schauen. Aber wir werden uns natürlich dafür rächen, so ist es ja nicht. Trank und rein ins Getümmel! Stun! Bluten! Wirbeln! Blut! Nimm mal kurz Cooldown. Ein paar Fähigkeiten abwarten. Na? Das nenne ich einen Knochenhaufen. Bitte sag mir, ich kann wirklich über Ebenen. Ich liebe es. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Ich hätte mir schon gedacht, das geht nicht. Das habe ich in der Beta nicht geschafft. Habe ich aber die Sprungattacke auch nicht gehabt. Nicht die, eine andere, so eine Ansturmattacke habe ich gehabt. Also grafisch, ist eigentlich wurscht. Grafisch, spielerisch, alles. Blizzard, höchstes Niveau. Höchstes Niveau. Alle komischen Gerichtsverfahren, was hier anstehen, dahingestellt, das hat nichts mit dem Produkt hier zu tun. Das Spiel ist geil. Erwartet mich. Öffnet die Tor! Ja, da komme ich schon durch, so dick bin ich hier. Hallo Vigo. Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet. Und gekämpft. Und getrunken. Brüder, Schwestern. Ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden.
Vigo, was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Aha. Du Sack. Gut, Leute. Ob sie wie geschont oder nicht, das sehen wir im nächsten Part. Die Zeit ist vorbei. Ich will das nicht ewig zahlen, sonst habe ich wieder ewig Überzug. Leute, es macht Spaß, das Spiel. Es ist super toll. Wenn irgendwer von euch auch hier rumkrebst, meldet euch mal bei mir. Könnt es mir anflüstern. Das ist jetzt mein Name, Wicked Core hier. Und dann, ja, wenn es mehrere sind, vielleicht machen wir mal eine Gilde oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mein Sohn hat irgendwo eine Gilde. Aber egal, wir können trotzdem eine machen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und ciao.